Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, es ist schon wieder eine Zeit lang her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, also das Spiel hier, beziehungsweise generell, und zwar 14 Tage, 3 Wochen, bin mir gar nicht mehr sicher, ich war nämlich zwischendurch ziemlich krank. Ich wollte auch schon voriges Wochenende aufnehmen, aber ja. Ich glaube, Videos, wo ich nur mehr huste, herumrotze und niesen muss etc., das ist nicht besonders qualitativ hochwertig. Somit musste ich leider Gottes schweren Herzens noch etwas Ruhe geben. Und dieses Mal, also dieses Wochenende, läuft es besser. Hoffe ich. Ich werde wahrscheinlich zwischendurch etwas husten müssen, da ich in meinem Hals drinnen Schleimschnecken beherberge, ja. Zumindest, Alter, es ist ekelhaft, aber das ist bei Erkältungen so. Wenn man verschnupft ist, ist man wie ein verschnupftes Nashorn. Beim Husten hört man sich an wie der Hund vom Nachbarn, der nur bellt die ganze Zeit. Und wenn das ganze Abklingen anfängt, ja. Lecker. So, wir gehen jetzt wieder in den Dungeon, und zwar in den Tech-Dungeon, weil ich mich gut jetzt erinnern kann. Wir brauchen Notizblätter. War das jetzt schon immer da? Was ist denn das? Golemgeschütz? Was ist das? Hä? Da kann man was hinstellen? Ah, wie cool. Das hat... Hä? Habe ich das die ganze Zeit übersehen oder ist jetzt wieder ein Patch dazugekommen, wo ich nichts mitgekriegt habe? Was ist denn das? Ein Wachgeschütz, das nicht in der Lage ist, einen dauerhaften Wasserstrahl abzufeuern. Ein fliegender Golem? Okay, warte mal. Spross, Fluggolem, Badenpuppe. Was? Okay, und wie kriege ich das? Muss ich da was farmen im Dungeon? Alter, es ist unglaublich, das Spiel. Lass mich kurz mal glucken. Glubschen. 22 Tage ist es her, das letzte Mal gespielt habe. Ja. Und es ist wieder so, es. Ja, gut. Ist ja schön, wenn immer neue Inhalte ins Spiel dazukommen, ne? Jetzt muss ich mir mal kurz umschauen, ob das noch was ist, was ich übersehen habe hier. Zack. Na, sonst schaut es okay aus, glaube ich. Alter, das ist sie voll krass. Ich bin mir jetzt selber gerade nicht sicher, ob ich es tatsächlich übersehen habe. Oder ob ich einfach nur dumm bin. Egal. Wir gehen wieder in den Dungeon zurück. Was es mit diesen Ausstellungsstücken zu tun hat, da komme ich noch nicht so ganz dahinter. Das werden wir vielleicht per Zufall herausfinden. Weil ich mich jetzt gerade nicht einlesen möchte. Es ist eigentlich der Hintergrund recht leise, gell? Moment einmal kurz. Ich habe sogar vergessen, welche Lautstärke ich hatte. Beim Spielen. Ich habe immer Angst, dass es zu laut ist. Halt! Ungefähr so. Hört man jetzt die Musik? Ist es zu laut? Keine Ahnung. Egal. Wir schauen uns hier wieder um. Ich habe einen Pfeilbogen. Pfeilbogen, genau. Zack, zack, zack. Bogen, Pfeil. Zack, zack, zack. Wow. Sehr gut. Und Waffe wechseln. Zack, zack, zack. Gut. Zack. Da ist natürlich nichts drin. Gegenstand in gezielter Richtung wird sofort zum Laden geschickt. Da würde ich sagen, machen wir das gleich bei dem hier, oder? So. Und tschüss. Und der Gegenstand wird zu dem, ich würde sagen, so. Glaube ich. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Und gut ist. So.
Ich glaube, das geht von der Musik, ne? Geht's hier runter? Niemals. Gut, nächster Raum. Ich glaube, das mit... Ups. Ich glaube, das mit den Notizzetteln wird ein unlösbarer Auftrag. Ich habe mir das irgendwie einfacher vorgestellt, ehrlich gesagt. Ups. Ich habe mich irgendwie einfacher vorgestellt, ganz ehrlich gesagt. Alter, falsche Richtung, Freund. Okay, jetzt ist es so gestorben. Passt. Wäre ja das erste Mal, dass ich bei solchen Aufträgen haushoch versage. Ja. Wollt das. Au, 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 au. Alter, was ist denn mit... Was ist mit du? Alter, lass mich raus hier. Alter. Dieses... Ah, da ist so ein Gerät, ne? Das, von dem braucht man das, oder? Notizzettel, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alter. Was ist das denn für ein komischer Elektroball? So. Aha, okay. Okay. Ja, gut. Hätten wir das auch. So. Dann gehen wir mal zurück. Ich habe sogar vergessen, wie viele Notizzettel wir überhaupt schon hatten von dem. Mal in Sicherheit bringen. Hallöchen. Hier ist leider keiner von diesen Gegnern. Becham, habe ich dich noch gar keinen? Das wäre ganz schlecht. Und einmal noch, zack. Sehr gut. So, was haben wir denn da drinnen Schönes? Wird kaputt. Hoppala. Wird kaputt, der Gegenstand. Ich platziere das jetzt mal so. Und dann wird das jetzt angepasst. So. Jo. Ich glaube, das geht. So, ist das eigentlich was Teures? Goldstränge. Weiß man noch nicht. Weiß man noch nicht. Okay. Da drüben hat man noch mehr Gegner. Ja, da haben wir noch mal Notizzettelchen. Willst du mich grillen, du Mistviech? Sicher nicht. Geh drauf. Ja, perfekt. So, dann hätten wir noch so einen komischen Felsen, wo nichts drin ist. Da oben ist auch so ein Felsen, wo wahrscheinlich auch nichts drin ist. Zack, nein. Gut. Jo. Auf jeden Fall habe ich fertig gesprochen mit meiner Erkältung. Ich bin auf dem Weg der Besserung nach 2 Wochen. Ja. Es war ein bisschen anstrengend, die 14 Tage. Aber jetzt mittlerweile, ja, spüre ich, wie das Leben zurückkehrt. Und ja, es hat auch seine Vorteile, wenn man ein bisschen ja, sag ich mal, Aufnahme Auszeit hatte. Man hat jetzt halt nochmal mehr Bock, Videos zu machen. Ich soll noch was saufen, bevor ich eingehe. Jo. Hat aber auch den Nachteil, dass einem die Videos ganz schnell ausgehen. Obwohl ich eh nur mehr ein Video pro Tag hochlade. Trotzdem ist es jetzt mittlerweile echt schon knapp. Also ich habe nichts mehr auf Reserve eigentlich. Also fast nichts mehr. Ich glaube 5 Videos, das war's. Moonlighter musste ich eh schon einen aussetzen, weil der war aus. Aber keine Chance. Keine Chance gehabt. So. Zum Aufnehmen nicht. So. Da. Was haben wir hier Schönes? Zack. Au, au, au. Ich mag den Kerl nicht. Aber immerhin 3. Das können wir uns merken. Au, au, au. Aha, das geht gar nicht. Aha. Gesehen, mit dem Bogen geht's nicht. Okay. Da geht auch nichts. Nein. Da ist wahrscheinlich ein nutzloser Raum, genau.
Dachte schon, es hat sich aufgehängt. Hatten wir das Gespräch, also das Buch hier schon gelesen? Diese orange Kreatur schleicht weiterhin um die Wächter herum. Sie müssen irgendwas Besonderes an sich haben. Wenn ich jemand wäre, der das Risiko liebt. Naja, ich bin immerhin in einem Dungeon voller tödlicher Kreaturen. Also, ich würde sagen, wenn jemand das Risiko liebt, dann ich. Bestimmt haben die Wächter etwas mit dem fünften Dorf vor Rinoka zu tun. Ich meine, vier Wächter, vier seltsame Formen an der Tür. Man muss nur eins und eins zusammenzählen, dann hat man zwei. Vielleicht weiß diese orange Kreatur mehr. Sie scheint ohnehin bemerkt zu haben, dass ich sie beobachte. Es ist also unvermeidlich, dass ich mich ihr stelle. So, zack, zusammengeschlagen, muha. Okay. Vielleicht ist dann die orange Kreatur der Endboss vom fünften Tor oder so. Bah, endlich mal was heilen. So, ist gut. Was haben wir hier? Nach eingehender Inspektion fanden wir heraus, dass die registrierten Positionsfelder mit dimensionaler Rissenergie zusammenhängen. Wie ist das möglich? Wir sind Jahrzehnte davon entfernt, solch eine Technologie einsatzfähig zu machen. Tja, da sollte man mal vielleicht die Monster fragen. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh, jo. Zack, zack, zack. Au, au, au. Ui, weg, weg, weg. Au, 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 au. Kann man... Ja, Pfeil und Bogen geht gut. Auch mal ein bisschen weg. Ich wollte ihn jetzt nicht erschießen, während er über dem Abgrund ist. Oh, also das war falsche Richtung. Alter. Das, ja, so geht's auch, ne? Na, du Gauner. So, geh ein, danke. So, zack, 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 zack. Also, wir haben schon probiert. Runter geht's nicht. ja. Das sind schon wieder diese lästigen Viecher. Zack. Zack. Alter, 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 alter. Zack, zack, zack. Ihr seid so lästig, ihr komische Viecherlein. Ihr seid so lästig. Bitte geht's heim. So. Ich bin voll wie ein Christbäumchen. Zerstört bei Rückkehr einen Gegenstand in der Richtung. Das wollen wir aber überhaupt nicht haben. Was opfern wir? Also zwei Sachen sollten wir auf alle Fälle opfern. Würde ich sagen. Warum steckt sich das denn bitte nicht? Kreuzkruze Dürken. Stecken bitte. Vielen Dank. Unfassbar. Zack und zack. Das nehmen wir auf alle Fälle mit. Wolfram. Ja, das ist halt schon was wert. Das sollte ich nicht da lassen, ehrlich gesagt. Das werden wir mal tauschen. Das zu Damm. Da macht das zu Damm. Das zu Damm, verstehst du? Mach das zu dem. Die roten Sachen. Jo. Tja, sogar der Müll, also das, was eigentlich im Regelfall nie viel wert ist, ist was wert. Das ist echt scheißlich. Ich bin total unentschlossen. Theoretisch können wir das hier entsorgen. Und zack. Na, alles bitte, danke. So. Ich glaube, so. Ist, glaube ich, okay. Dann werde ich noch einmal hier runterstürzen. Gut, da ist nichts. Ich schaue mir noch den letzten Raum an, in der Hoffnung, dass wir noch einmal
ein Rezeptelein bekommen. Nein, leider nicht. Aber drei sind hier. Ich hoffe, dass wir noch was gelagert haben. Weil dann müssen wir hier sofort das Portal nochmal stellen. Alter. Herrschaftszeiten da. Weil dann können wir nämlich noch die letzten drei Rezepte farmen. Ich habe gesehen, ich habe noch was in der Truhe. Geht's hier runter? Nein. Jo. Ich glaube, wir hätten's, gell? Ah, da habe ich einen Knochenmax übersehen. Oh, der hat nichts gepasst. Der hat nichts für uns. Okay. Dann würde ich sagen, ich stelle hier das Portal auf. Wobei, es wurscht, können wir im nächsten Raum auch, weil da ist eh sowieso der Beginn des Dungeons. So. Dann bohren wir uns raus. Bitte. Da müssen wir einmal Handel treiben. Und, weg. Genau. Und dann gehen wir nochmal her und hoffen wir, dass wir nochmal die drei Rezepte kriegen. Ich hoffe, das ist genug. Ich hoffe das, aber ich fürchte nicht. Ich fürchte, das geht sie leider nicht aus. Weil, wie viele Tage hätte man jetzt noch? Ja, jetzt sind wir schon hier, ne? Und morgen brauchen wir das. Das ist, glaube ich, nicht schön. Das ist ungut. Scheißlich ungut. Ba-da-bam-bam-baum. Was hätten wir denn da? Patrouillen? Na, kriegen wir nicht zusammen. Schade. Es ist echt schade. Ja, Pech, ne? Können wir hier noch irgendwas stacken? Ich glaube nicht, ne? Was wir mitbrauchen, ist der Nährboden. Neutral. Hoch. Ja, das sind halt so Dinge. Meh. Neutral. Hoch. Da können wir mal mitnehmen. Da wissen wir noch nicht, was es uns kosten, was es wert ist, so muss ich sagen. Haben wir hier noch irgendwo was? Was bist du? Ja, können wir auch probieren. 5000 ist echt nicht schlecht. Was ist mit dir? Achso, das, Entschuldigung, das hatte ich erst reingeschmissen. Entschuldigung. So. Löteisen-Dingsbums ist neutral. Lass mal da. Das könnte man mitnehmen. Da wäre eins nicht schlecht. So, dass wir die 5 haben. Kannst du noch was anderes sagen, außer M? Nein. Ja, theoretisch. Ah, das war's falsch. Ich wollte die Drähte wegtun. Ach, herrje. Aber das sind eh nur 4. Die würde ich vielleicht sparen. Ist besser, glaube ich. Ist, glaube ich, besser. Was haben wir da? Das können wir probieren. Die 5 tun wir weg. So. Das dauert jetzt wieder 20 Jahre, ich weiß. Ah, ja, ja, ja. Aber, pff, wozu sollen wir alle ewig jung bleiben, ne? So. Ich glaube, das geht derweil. Ein paar Tränke wären noch schön gewesen zu brauen. Naja, gut, viel ist es nicht, was wir verkaufen, ne? Eigentlich. Warte mal, da fällt mir gerade was ein. Wir haben ja was nach Hause geschickt, ne? Da, genau. Haben wir hier noch was drin? Eigentlich ja. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den da haben.
Ich schmeiß das jetzt mal rüber, alles, glaube ich. Was haben wir hier noch drinnen? Sammeln wir das mal. Haben wir hier irgendwas, das schon gesteckt wäre hier? Da wissen wir den Preis eh noch nicht. Das würde ich sagen, nehmen wir mal mit. Ja, puh. Wir sind. Eigentlich ist da gar nicht so wirklich was. Kamot für uns, ehrlich gesagt. Fällt das halt mag aus. Ist ja wurscht. Hauptsache, wir können den Auftrag erfüllen. So. So. Zack, zack. Mehr geht eh nicht. Achso, Preis muss ich auch noch festlegen. Ich Pfosten. Das ist schon wieder neutral. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich fange einfach mal mit dem Wahnsinn an. Und gut ist. So. Da wären sowieso 10 möglich. Wollen wir mal so. Dann ist sie wohl schon nur 15. Aha, halt, 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 halt. So. Ich wollte sagen, ist ja egal, wenn nur 5 sind. Da haben wir auch keine Vorstellung. Ich fange auch mal mit dem Wahnsinn an. So. Auch hier. Einmal Wahnsinn. Und hier noch den da. Auch einmal Wahnsinn, bitte. So. Jetzt habe ich das alles aus irgendeinem Grund zu billig hergegeben. Warum verlasse ich jetzt das Ding? Egal. Ich muss ja noch Tränke brauen. Wie schaut es mit dir aus, geldmäßig? Einen Tag wieder, also morgen. Das wollte ich auch mal ausprobieren, wie das mit dem Bankfuzzi da geht. Trankilein. 3 können wir machen. Das passt für uns, private Zwecke. Uns geht halt alles aus, ne? Das muss man schon sagen. So. Bam, badam, bam. Na gut, dann versuchen wir mal unser Glück, ne? So, einmal öffnen bitte. So, guten Tag. Hier, bitteschön. So, dann kommen schon die Leute. Bam, bam, bam. Schon wieder traurig. Das kann nicht noch, zu teuer sein, ey. So, ich probier's so mal. Ich muss ja einen ordentlichen Gewinn da rausschlagen, ey. Boah, okay, da war was zu billig. Wo war was zu... Ja, da unten. Habe ich ja gesagt? Ah, okay, mit 10.000 eindeutig zu billig. Es ist halt echt... Bringen wir mal so. Boah, so. Was hätte er gern? Thermomagnet... Motor. Ich glaube, das können wir versuchen. Danke. Ah, da kommt schon der Dieb. Der Schuft. Immer noch zu teuer. Jetzt hör auf. Die sind alles Knauser. Da, ne? So. Jetzt muss ich auf den Dieb aufpassen. Da ist er. Hab dich erwischt, du Saukerl. So, zack. Da war immer noch irgendwas zu teuer, teuer. So, 2 Sachen gleich zu teuer, teuer. Die Leute, ne? So. Das mit 10.000 gefällt ihnen auch nicht so ganz.
Ui, da oben ist jemand zornig. Da oben ist jemand zornig. Okay. Probieren wir so mal. Immer noch zu teuer. Alter, die Leute, ne? Weil es halt nur ein Durchschnittsding ist, wahrscheinlich. Ich habe dafür echt hartes Geld ausgegeben, ne? Ich will schon, dass ihr das jetzt mal kauft, Herrschaftszeiten. Also das dachte ich schon. Nein, 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 ich steck fest, ich steck fest. Halt! Hab dich. Hui! Das war knapp jetzt, Herrschaftszeiten. Pfui, dankeschön. Dankeschön. Boah, das war jetzt echt. Pfui. Das war jetzt echt. Also. Halleluja, ne? Naja, wenigstens einer nimmt was. So. Da unten ist jemand zornig. Da freut sich jemand, das ist gut. Danke. Das da unten war eindeutig zu teuer. Da waren sie zornig. Ich würde sagen, probieren wir es mal mit 7000. Ja, das Schwert da oben. Alter. So. Auch noch jemand unzufrieden. Ah. Immer noch. Alter. Ich kann das doch nicht herschenken. Vielleicht wollen sie aber, dass ich es herschenke. Keine Ahnung. Boah, da ist sie immer noch zornig. Das ist ihr immer noch zu teuer. Dann probieren wir es mal so. Oje, oje. Alter. Ich habe vergessen, wo das Minimum liegt. Ich glaube 600.000, ne? Ist, glaube ich, das schon zu billig, oder? Ja, da drüben ist immer noch sauer. Hä? So. Da, 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 da. Alle sind sie traurig. So. So. Oi, 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 oi. Was? Danke! Danke! Die hat unseren Laden gerettet. Danke. Danke. Die kriegt jetzt das nächste Mal, kriegt die echt. Also, das muss ich schon sagen. Die Gute hat sich jetzt echt mal eine Lohnerhöhung verdient. Das heißt, sie darf dann nächstes Mal den Laden führen. Alles ist zu teuer. Niu, niu. Alles ist zu teuer. La, 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 la. Das auch noch immer zu teuer. Hallo, bitte kaufen. Oh, Gott sei Dank. Muss ich öfter sagen, bitte kaufen. Mann, ey. Ich bin arm. Ich kann mir das nicht leisten. Vielleicht darf ich auch nur einen minimalen Gewinn verlangen. Boah, sicher nicht. Schleich dich, du Kerl. Oh. Jetzt wird es dann wohl hoffentlich den Laden hier verlassen.
Kaufen, kaufen. Musste Macken kaufen. Bitte. Ich glaube, die Helden habe ich alle verscheucht. Mann. Hat das trotzdem genommen? Ich glaube nicht, ne? Doch. Aber Ding bleibt schon wieder übrig. Danke. Oh. Okay. Wir haben verdient immerhin gute, also knappe, sagen wir so, knappe 700.000. Goldmünzen, ja, passt. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Ich werde das jetzt mal wegtun. Zack, weil das ist eh nur, es ist nicht hoch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Zack, das tun wir mal hier rein. Schade, ich hätte schon das gern verkauft gehabt, aber vielleicht einmal einen anderen Tag. Ihr Lieben, das war's dann für heute, ne? Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!